Ja, hier sind wir bei Google Wave. Waves sind ja eine Art Kombination aus E-Mail, Wiki und anderen Echtzeit-Kollaborationswerkzeugen. Und was man hier sieht, ist, dass wir einige Waves hier haben und man hat halt nicht mehr wie in einem normalen E-Mail hier dann Antworten drauf, sondern die finden sich dann hier drin und jeder kann aber überall mit hineinschreiben und PDFs hineintun und in Echtzeit dort Texte hineintun. Und das Interessante ist, man kann sich anschauen, wie ist so eine Wave entstanden, indem man auf Playback klickt und dann kann man sich dann von einer Seite zur nächsten durchklicken. Und hier baue ich das zum Beispiel auf. Und dann gibt es dann nachher dazu fangen an, andere Leute was dazu zu schreiben, durchzuschreiben und so weiter und so fort. Wenn alte Präsentation hochgeladen, die man dann wieder nutzen kann und so weiter und so fort. Ja, das ist also Wave. Wave wurde mal von Google als die Antwort oder die Nachfolge von E-Mail vorgestellt. Momentan ist es ein bisschen vorsichtiger geworden. Dennoch ist es ein ganz spannendes Produkt und vielleicht wird es vielleicht doch noch ganz nutzbar. Zumindest viele Techniken, die jetzt in Google Wave ausprobiert worden sind, werden mittlerweile auch in den Google Docs genutzt. Also dieses wirkliche Echtzeit-Kollaborieren, dass man sieht, wer wo was reinschreibt, das ist jetzt mittlerweile auch schon in Google Docs mit hineingewandert. Und hier sieht man, dass man für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel auch eine Diskussion, eine Vorlage hat. Und hier sieht man dann zum Beispiel, dass man hier so ein kleines Abstimmenwerkzeug hat. Hier schreibt man das Thema hinein. Das wird hier Studien gefördert und da kann man dann abstimmen zum Beispiel. Ja, so viel zum Thema Google Wave. Schauen wir es mal an. Ganz spannendes Werkzeug. Viele kennen sicherlich auch Second Life. Second Life ist eine 3D virtueller Platz und Raum, wo man mit einem Avatar herumlaufen kann oder mit anderen Personen interagieren kann. Gab man einen großen Hype dazu im Kontext von E-Learning und viele Unis haben dort dann richtig Veranstaltungen durchgeführt. Hat so ein bisschen abgenommen, aber es ist meistens so bei so Diensten, dass man am Anfang erstmal einen großen Hype hat und sich dann langsam die Realität einschleicht. Eine Alternative dazu ist Open Cobalt. Auch das ist ein Dienst, mit dem man sich treffen kann. Und das ist teilweise ein bisschen übersichtlicher. Finde ich, es ist noch Alpha, also sicherlich nicht für die ganz Unerschrockenen. Oder Entschuldigung, es ist nur für die Unerschrockenen. Was man hier sieht, ist so ein Raum, den man dort einrichten kann. Und man sieht hier auch, dass man hier Fenster an die Wand kleben kann, die dann live zu sehen sind. Videochat-Fenster und man kann mit einem Avatar auch hier herumlaufen. Sehr spannendes Projekt. Wenn Sie so ein bisschen abenteuerlustig sind, probieren Sie das doch mal aus. Ich schalte es an. Ja, jetzt haben wir also hier uns kurz die Sachen angeschaut, alles verschiedene Dienste zum gemeinsamen, um gemeinsame Arbeitsräume, virtuelle aufzuziehen. Hier nochmal die Dropbox, SugarSync ist ein ähnlicher Dienst wie Dropbox, Google und Jungle für die Terminplanung und TeamSpeak ist nochmal so was ähnliches wie Skype. Das wird sehr häufig im Spielbereich eingesetzt von Personen, die gemeinsam Online-Spiele spielen und TeamSpeak ist insofern interessant, man kann seinen eigenen Server installieren und kann darüber dann die Kommunikation der Gruppe ablaufen lassen.
Wenn man sowieso schon TeamSpeak-Benutzer ist, dann kann man das auch sehr gut für die Zusammenarbeit innerhalb ihres in so einer Projektgruppe nutzen. Also zum Zusammenfassen nochmal, es gibt eine Menge Möglichkeiten, sie zusammenarbeiten zu lassen, auch wenn sie mal alle zu Hause oder in Semesterferien sind. Da brauchen also keine Lücken auftauchen, nur weil mal ein paar Personen nicht da sind. Und auch wenn zum Beispiel eine Person nicht da ist, dann können halt die anderen sich in einen Rechner zusammensetzen, dort ganz normal face-to-face arbeiten, aber die andere Person auch mit einladen und dann mit der zusammenarbeiten. Und insofern gibt es eine Menge von Werkzeugen, die Sie da nutzen können. Und ich hoffe, dass es Ihnen so ein bisschen Idee gibt, wie man die Person einbindet, die dann sonst nicht da wären. Oder man kann ja auch mal krank sein, etc. Und das ist sicherlich eine spannende Möglichkeit. Und vielleicht berichten Sie mal davon, was Sie so damit alles angestellt haben. Vielen Dank. Und das war es dann auch schon mit dem mit den Modulen. Ich werde sicherlich noch mal eine Abschlusspräsentation machen, weil ich habe ja eigentlich immer diese Geheimnisse des erfolgreichen Lernens und ich glaube, die werde ich dann zum Schluss noch mal im Gesamten posten. So, viel Spaß bei den Aufgaben dieser Woche und ja, also ich will noch nicht Tschüss sagen, aber es gibt noch mal eine Präsentation. Insofern viel Spaß bei diesem Modul und bis demnächst.